Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster. Guten Morgen, liebe Claudia. Wie geht es dir? Hallo Jörg, mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wie gesagt, ich sage ja immer, alle sind sehr busy und es ist sehr, sehr viel los. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir immer wieder die Chance haben, tolle Gäste hier in unserem Podcast zu haben. Vielleicht als erstes möchtest du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Das mache ich gerne. Mein Name ist Claudia Wiendreich. Ich arbeite bei der AXA Schweiz und leite da das Innovationsmanagement. Cool. Das klingt doch sehr, sehr spannend. Und wir sagen ja immer bei unseren Gästen, bringt doch so zwei Sachen mit, um auch ein bisschen, dass man ein bisschen die Person besser kennenlernt. Und das erste ist immer ein Getränk. Was ist so deine Getränkeempfehlung? Ja, vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich empfehle auch gerade, wenn es heiß ist, Genmaicha-Tee, also japanischen Grüntee, den man sehr gut warm, aber auch kalt trinkt. Ja, ich habe mich vorbereitet, muss man den selber rösten oder gibt es den dann schon geröstet in der Packung? Nein, der ist schon fertig mit so gepopptem Reis drin und das gibt so einen ganz feinen, besonderen Geschmack und dann gießt man den Tee einfach auf und trinkt den. Alles super Empfehlung, werde ich sofort ausprobieren. Auch wenn ich die Geschichte war wohl, dass ein Diener einen Fehler gemacht hat und dann dafür geköpft wurde, ist von einem Samurai. Das ist zumindest im Internet eine schöne Geschichte zum Genmaicha-Tee. Also coole Empfehlung, vielen Dank. Ja, gerade auch wenn es so heiß ist, immer was anderes zum Kaffee. Das ist ja auch immer nicht immer so ganz gesund, wenn man da so mehr so wie ich so Kaffee-addicted ist. Also super Sache. Und dann sagen wir immer nicht nur was, sage ich mal, für den Bauch, sondern auch was für den Kopf. Was ist deine Buchempfehlung? Ja, ich muss sagen, ich habe überlegt, als du mir gesagt hast, ich soll eine Buchempfehlung abgeben und ich lese wirklich nicht viele Sachbücher, sondern eher Belletristik. Aber das letzte Buch, was ich gelesen habe und wirklich eigentlich jedem und jeder ans Herz legen möchte, ist also das von Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Also ist natürlich keine besonders leichte Kost und ein Thema, das uns jetzt gerade wieder durch die Hitzewellen und so weiter alle beschäftigt auch. Aber ich glaube, wir müssen uns alle damit beschäftigen. Und das Schöne dabei ist, er fokussiert auf die Lösungen und die Möglichkeit, die Innovation wirklich bietet, hier neue Technologien zu entwickeln, damit wir da noch die Kurve kriegen. Ja, ich bin da immer, also finde ich eine tolle Sache, auch das Thema super spannend. Es ist nur, wenn man dann wieder den Heizungshammer in Deutschland sieht und dass die Wärmepumpe schon zu innovativ ist, obwohl es die eigentlich seit 100 Jahren gibt, da macht man sich da immer ein bisschen Sorge. Nee, also tolles Buch und er tut sich ja da auch wirklich hervor und wirbt dafür schon lange ja auch, ne, mit dem Thema, also wirklich über die Jahre. Und was ja viele so ein bisschen kritisieren, dass diese, sagen wir, die Vorreiter das halt ein bisschen zu viel Angst geschürt haben und zu weit in die Zukunft. Also da hieß ja immer, in 10 Jahren haben wir ein halbes Grad mehr. Und weniger oder viele haben halt nicht so die Lösungen vorgestellt oder haben auch gesagt, du, in 3-4 Jahren haben wir hier wahrscheinlich Überschwemmungen. Und das ist ja so ein bisschen Kritik an der Bewegung, dass man den Menschen vielleicht auch das hätte anders kommunizieren müssen, dass sie es einfach auch mehr antizipieren. Ne? Gradwanderung zwischen wirklich mit Prognosen, und es sind ja nicht können nur Prognosen sein, es ist alle nicht genau, wie es kommt, aber damit zu arbeiten und die Szenarien, wenn man sich damit tiefer beschäftigt, und das tun wir bei der AXA als Versicherer natürlich auch, die Klimarisiken stark steigen und auch unser Geschäftsmodell letzten Endes natürlich bedrohen. Ja. Da sieht man schon, es ist auch zum Teil beängstigend, aber trotzdem muss man jeder für sich schauen, was kann man tun, um einen Beitrag zu leisten, damit es vielleicht dann nicht ganz so schlimm kommt. Genau. Und du bist ja jetzt bei der AXA für die Innovationen zuständig und dann auch Open Innovation. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, was ist Open Innovation und warum ist Open Innovation relevant? Ja, genau. Eben Open Innovation bei der AXA betreiben wir systematisch seit 2016 eigentlich und haben damit angefangen, weil wir gemerkt haben, aus den eigenen Kräften heraus ist die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und neuer Services relativ schwierig, oder?
man hat keine Leute, die sich damit auskennen, mit Business Model Innovation. Draußen gibt es ganz viele Startups, mit denen man zusammenarbeiten könnte, und haben dann wirklich angefangen zu probieren, das zu tun. Das war ein etwas steiniger Weg. Ja. Aber mittlerweile sind wir da sehr erfolgreich. Und wenn man mal schaut, was heißt denn Open Innovation grundsätzlich, der Begriff wurde von Henry Chesbrough geprägt, geht es in beide Richtungen. Unternehmen versuchen mit Open Innovation Ansätzen einerseits Innovation von außen nach innen zu holen. Das kann über Lieferanten sein, das kann über sonstige Partner, Universitäten, aber auch Kundinnen und Kunden sein. Es geht aber auch in die andere Richtung, also nicht nur outside in, sondern auch inside out. Das heißt, Innovationen, die im Unternehmen entstehen, aber vielleicht nicht den richtigen Platz finden. Das Produkt passt doch nicht ganz ins Portfolio. Dann kann man natürlich auch hingehen als Unternehmen, das Produkt quasi nach außen geben, ein Spin-off machen, das verkaufen oder ein Management-Buyout. Das sind so beide Richtungen von Open. Wow, okay, verstanden. Weil für mich war es jetzt erstmal die eine Richtung, aber du sagst auch die andere Richtung. Und ich habe das mit dem Patrick Stehler, wir haben ja SalesX und Innovation ist unser Thema. Also der Innovationsteil ist immer auch ein Thema. Und er sagt halt auch, das Schwierige sind halt für große Unternehmen genau das Thema Innovationen. Gerade wenn er sagt dann Horizont 1, 2, 3, also wenn es ein bisschen wirklich innovativer wird, tun sich eben Großkonzerne oder je größer die Firma, du lachst schon, okay. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja mal 2 Jahre bei Bosch gearbeitet. Also da war das auch so. Dann so alles, was besser war am Produkt, das war immer schnell durchgewunken. Ne? Also wenn der X so noch schneller gedreht hat oder die Bohrmaschine noch einen härteren Stahl vorne dran hatte, das war relativ schnell, wie man im Schwäbischen sagt, geschwätzt. Aber wenn es dann halt wirklich so Richtung gerade Digitalisierung ging, neue Apps, neue, ganz neue Revenue-Streams sich auszudenken, gerade auch wenn es in den Service-Bereich geht, wo man keine Erfahrung hat, sondern eben Skalierung auf Produkt hat, dann wird das für die Firmen schwierig. Und das ist dann ein Ansatz und ihr macht das seit 7 Jahren. Und jetzt so deine Erfahrung aus dem ganzen Open Innovation heraus, jetzt so 7 Jahre down the line, gibt es dann irgendwas, wo man sagt so, da gibt es so gewisse Muster oder da gibt es so gewisse Sachen, wo man sagt, so da merkt man schon, das könnte erfolgreich sein, oder ist es eigentlich mehr dann doch, wo man sagt, es geht eigentlich nicht darum, dass man jetzt so, wie wir haben es ja vorhin gesprochen, die Zukunft voraussagen kann, möglichst genau, sondern eigentlich mehr so als Trainer am Spielfeld dran steht und versucht, das Ganze zu lenken. Was ist da so deine Erfahrung nach 7 Jahren dann? Also ich glaube, eben der Haupterfolgsfaktor gerade bei der Entwicklung von neuen Services, die angrenzend ans Versicherungsgeschäft sind, aber ich denke, das wird ähnlich sein bei anderen Geschäftsmodellen auch, ist, dass man wirklich etwas entwickelt oder dann an den Markt und das tatsächlich ein Kundenbedürfnis trifft. Ja. Ja, man kann natürlich alles Mögliche probieren, aber wenn man nicht verstanden hat, wo das Kundenbedürfnis liegt und welchen Touchpoint man dann selber auch hat, um einen Service zum Kunden zu bringen, und das ist so die Grundvoraussetzung, das zu verstehen. Und dann natürlich den richtigen Partner zu finden, der diesen Service auch anbietet, und das zu testen. Und am Anfang haben wir auch die Überlegung gehabt, oh, jetzt am besten arbeiten wir mit ganz extrem innovativen, disruptiven, kleinen, jungen Startups zusammen. Ja. Haben dann aber und entwickelt was ganz Neues gemeinsam, was es noch nicht am Markt gibt, was insofern differenzierend ist. Haben dann aber gemerkt, dass das wirklich extrem anspruchsvoll ist. Ja. Also auf beiden Seiten, denn Startups, die noch in einer Phase sind, wo sie wirklich ein Produkt erst entwickeln und Product Market Fit erzielen müssen, die sind häufig nicht ready, mit so großen Firmen wie einer AXA Schweiz mit über 4000 Mitarbeitenden zusammenzuarbeiten. Die sind nicht ready, was Cybersecurity, Datenschutz, Prozesse und so weiter angeht. Ja. Die wir natürlich auch in dem Fall, dass wir eben Open Innovation betreiben und Sachen einfach auch mal vertesten in so einer Pilotphase, müssen wir gewisse Standards natürlich einhalten. Genau. Und das zeigt, da hat sich gezeigt, dass Startups, die schon andere größere Kunden mal hatten, dann eher ready sind, wirklich auch schnell in eine Umsetzungsphase zu gehen. Also das ist, dass wir auch etwas
lernen muss. Ja, das ist doch gut. Also, das, ich denke, Lernen ist immer wichtig. Ich hatte das gerade auch gestern. Lernen ist immer ganz, ganz, ganz ein zentrales Element. Nee, das, und da machen ja auch alle die Erfahrung. Aber ich glaube, das kann ich mir auch vorstellen, dass gerade auch bei euch ist ja auch sehr viel Compliance, ist ja sowieso Data Regulation, ist ja eh eine Branche, die sehr Es ist teilweise schon. viel reguliert natürlich, Genau. und insofern müssen wir da Genau. sehr achtsam Genau. natürlich unterwegs Genau. sein. Und dann, wenn man jetzt so im Open Innovation Bereich unterwegs ist, was ist denn so deine Lieblingsinnovation? Gibt es da was, wo du sagst, so das ist so das, wo ich jetzt wirklich, kennt man vielleicht nicht, aber da, wo du sagst, Mensch, das wirklich, das finde ich toll aus dem und dem Grund? Ja, ich habe gedacht, Open Innovation und Open AI, damit rechnet jetzt eigentlich fast jeder, dass man über ChatGPT redet. Ja. Das möchte ich aber eigentlich nicht, sondern ich möchte ein bisschen Werbung machen für ein Tool, was wir zusammen mit einem Startup, Pelt 8, aus Zürich entwickelt haben. Zwar handelt es sich dabei, und das ist auch der Link zu meiner Buchempfehlung dann auch, um einen CO2-Rechner für KMU. Ah, okay. Ein Online-Rechner, in dem mit dem KMUs mit wenigen Fragen, 13, 14 Fragen, die sie beantworten müssen, nur ihren CO2-Footprint grob mal abschätzen können und dann sehen, hey, wo kommt denn eigentlich mein CO2-Ausstoß vor allen Hilfe. Dingen her? Sind es meine Gebäude? Ist es die Mobilität der Mitarbeiter? Ist es die Energie, die ich in der Produktion verbrauche? Und so einen Ansatzpunkt haben, vielleicht zu überlegen, so, hey, wo könnte ich das denn reduzieren, oder? Und das ist eine kleine Sache, die aber gut funktioniert. Und für KMUs in der Schweiz, glaube ich, waren wir damit die Ersten, die das wirklich einfach zugänglich gemacht haben. Und die Nutzerzahlen sind auch so, dass wir sagen, hey, das funktioniert und wir gehen in die nächste Phase und wollen das weiterentwickeln. Cool. Nochmal kurz, und wie heißt es? Oder wo finden die Leute das, die zuhören? Findet man auf axa.ch natürlich. Ja. Und wenn man es googelt, KMU, CO2, AXA, sollte man das dann Sollte man das finden? über Google finden. Genau. Finden, ja. Hey, weil das ist auch so meine Erfahrung, es sind viele kleine Sachen. Wir hatten vorgestern HWZ-Meeting und da kam der Hausdienst ganz neu, dass die da auch präsentieren. Und die haben dann auch gesagt, sie haben dann auch jetzt mal geschaut, nachts welche Lampen angehen und waren ganz überschrocken, welche Lampen. Also es ist kein großer Effekt, ne? Ja. Aber so ein Haus hat halt nachts irgendwelche Lampen, die sich einschalten, weil irgendwas falsch programmiert ist. Und weil Ja. halt nachts niemand da ist, fällt es auch keinem auf. Dann haben sie mal wirklich gecheckt, wer da, was da nachts leuchtet. Und oh Wunder das, oder jetzt auch die Seifenspender wurden komplett neu gemacht, damit man in viel größeren, also man spart, viel Seife wurde weggeschmissen, weil die können nicht Wow. komplett leer werden, wusste ich auch nicht. Und die Behälter waren so, sag ich mal, 500 Milliliter, jetzt haben sie 5 Kilo Kanister. Also da ist auch ein Umdenken überall so in kleineren Schritten. Kann man natürlich sagen, das wird die Welt dann auch nicht ändern, ne, wenn es nur so klein bleibt. Aber ich finde halt immer so überall so kleine Schritte, das bringt das Ding nach vorne. Und wie gesagt, so das Thema ist absolut relevant und wichtig. So schön das mit dem ChatGPT auch immer wieder ist. Aber ja gut, anderes Thema. Ja. Genau. Ich bin ja auch immer so ein Freund, jetzt wenn wir über Open Innovation sprechen, so die Methodiken oder so. Da hat er auch, da gibt es ja zahlreiche Begriffe und Frameworks und so. Ich nenne das ja immer so ein bisschen, für mich ist immer Co-Creation, weil ich komme halt aus der Kundenorientierung, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd und das Tolle ist halt, Co-Creation, sage ich mal so, in der Business Model, Produktentwicklung, da gibt es ja viel dazu. Ne? Ich sage ja immer, Co-Creation gibt es auch im Vertrieb. Da sind die Bücher relativ dünn, bis gar nicht vorhanden. Also ist auch ganz spannend zu sehen, dass halt also manche Themen so sehr, sehr stark dann auch auf manchen Fachabteilungen hängen bleiben, wo ich sage, ja, das kann ich auch im Vertrieb machen. Und ich habe da mit dem Michele Savino von der Swisscom eben gesprochen, dass die jetzt Co-Creation auch im Vertrieb einsetzen. Und zwar, es ist dann nicht Open Innovation. Ja, eigentlich, also nicht in der klassischen Sache, sondern die wollen halt auch weg von dem Thema, dass sie sagen, Solution Selling, wir haben halt hier unsere Server, wir haben halt hier unsere Software, was davon brauchst du, um besser zu werden, sondern wirklich komplett neu denken. Und bei denen ist auch, oh Wunder, überschneidet sich jetzt mit dir das Thema Nachhaltigkeit, wo die Swisscom auch so keine Kompetenzen hat oder wenig. Und sie sagen halt auch, mit dem Verkaufsansatz können wir Partner reinholen. Die machen dann eine Präsentation über Nachhaltigkeit. Und dann diskutieren wir mit unseren potenziellen Kunden, was könnte IT-technisch, wo könnte die Swisscom gemeinsam mit denen eine Lösung entwickeln. Also geht eigentlich so ein bisschen in die Richtung Open Innovation. Sie haben es aber ein bisschen saleslastiger.
so wie ich dich verstehe. Also gibt es da nicht Ausgründungen? Also ihr macht das ja schon auf einem strategischeren oder, sage ich mal, mehr auf der Ebene, wie soll ich das sagen, Unternehmens, fast schon Rechtsform. Also da geht es ja dann auch um Ausgründungen, Eingründungen, Shares und dergleichen. Das passiert hier weniger. Also es ist sehr produktorientiert, was die Swisscom da macht. Aber nichtsdestotrotz, wie geht ihr denn da methodisch vor? Habt ihr da so einen Stage-Gate-Prozess? Habt ihr da gewisse Methoden, die ihr verpflichtet dann den Partnern sagt, das müsst ihr machen oder? Also eigentlich versuchen wir auch, wie viele andere natürlich, hier in so einem Test-and-Learn-Approach dann rauszufinden, passt der Partner und passt die Lösung auf unser Kundenproblem und auch auf die Business-Anforderungen. Und wir unterscheiden da im Prinzip drei Phasen. Und das machen wir meist so, Ausnahmen bestätigen dann die Regel, Das ist dass toll. wir in der ersten Phase wirklich versuchen, eigentlich Feasibility und De Desirability zu testen, also eher aus Customer Experience Design Umfeld vom Vorgehen her, weil wir natürlich erstmal schauen müssen, verspricht denn die Lösung des Partners auch das oder hält sie, was Sie er verspricht, verspricht, oder genau. funktioniert das? Ist die Usability gut? Was sagen die Kunden dazu? Wollen die das überhaupt? Nutzen die das? Und wenn da dann die KPIs erreicht sind, und das ist klar, man erreicht sie nie auf den Punkt, Punkt. sondern es ist immer so eine Annäherung, weil man nicht genau weiß, wie dann die Nutzungsraten und so weiter sind oder die Dropout-Rate und so solche Sachen. Und wenn wir dann die Einschätzung haben, von beiden Seiten, dass es gut funktioniert und dass auch die Partnerschaft gut funktioniert, dann gehen wir in eine zweite Phase, wo wir dann auch Viability versuchen zu testen. Also tatsächlich zu sagen, gibt es da einen Business Case dahinter? Gibt es eine Zahlungsbereitschaft? Wo kann man noch optimieren? Wo können wir auch unseren Vertrieb dann letzten Endes einbinden? Oder welchen Vertriebskanal nutzen wir denn? Wir haben ja sehr viele Vertriebskanäle, Ja. online wie offline und Vertriebspartner. Und das ist so ein phasenweiser Approach, wobei man aber natürlich auch ganz klar sagen muss, dass von 10 Piloten, die wir starten, nur 4 in die nächste Phase beispielsweise kommen, im Schnitt, oder? Klar. Weil wir auch vieles ausprobieren, was dann nicht funktioniert, Ja. aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ist Teil des Prozesses. Ja. Und das haben mittlerweile auch alle verstanden und das kommunizieren wir auch an die Partner natürlich sehr klar und transparent. Am Anfang müssen wir sagen, wir wollen es versuchen, aber ob es dann klappt, schauen wir mal. Genau. Ja, aber das sind ja so, man sagt ja so 80% der Ideen scheitern. Und wie gesagt, dann so 60 vielleicht bei der ersten und dann nochmal 20 bei der zweiten. Da kommst du dann auf so 10, 20%, die am Schluss übrig bleiben. So ist es, Und ja. genau. Und von der Methodik jetzt in der ersten Phase, du hast ja schon gesagt, zum Beispiel Preismessungen oder wie arbeitet ihr da mehr qualitativ, mehr quantitativ? Was ist da so deine Empfehlung? Wie geht ihr da vor? Ist es dann mehr so Fokusgruppen? Also wir machen beides. Schon in der Anfangsphase, wenn wir versuchen, überhaupt mal das Kundenproblem zu identifizieren, machen wir häufig qualitative Interviews, aber dann quantitative Marktforschung. Manchmal testen wir dann Sachen auch erstmal intern mit unseren Mitarbeitern, dass wir sagen, hey, guck mal, das ist so ein Service, da kann das mal jemand ausprobieren, oder? Als Hausbesitzerin oder als Autofahrer oder Besitzer oder was auch immer das dann ist. Und wenn wir dann sagen, ja, jetzt kommen wir zum Ende der ersten Phase, messen wir natürlich, wenn eigentlich ist fast alles digitale Services, messen wir sehr genau entlang der Customer Journey, wie viele Leute haben wir denn über welche Kanäle reingeholt, wie ist die Traction, und machen aber dann nachher auch noch Kundeninterviews, je nachdem, um was es sich dann handelt, mit Leuten, die den Service genutzt haben, also auch wieder qualitativ, und lassen uns natürlich auch Hinweise geben von Kundinnen und Kunden oder dann je nachdem den Vertriebspartnern, die sagen, hey, so einen Service kann ich nicht platzieren, das passt nicht, da komme ich nicht ins Gespräch mit den Kunden. Das sind alles wichtige Quellen dann, um das kontinuierlich zu verbessern oder aber auch zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, ups, hatten wir uns ganz anders gedacht, das scheint hier gar nicht zu funktionieren. Ne. Also ich glaube, es gibt viele wichtige
Quellen und je nach Service und je nach Setup ist es dann auch unterschiedlich, was man da methodisch am besten anwendet kann. Genau. Und für mich ein ganz großes Thema, weil, wie du schon gesagt hast, vieles ist ja digital. Das ist ja nicht nur bei Versicherungen, das ist ja auch bei vielen B2B, also Herstellern, Industrieunternehmen. Ja. Also das ist ja branchenübergreifend, wird es ja digitaler und es geht ja immer in den Servicebereich. Was ich so ein bisschen als Herausforderung sehe, ist, dass vieles immer umsonst angeboten wird. Also das große Thema für mich ist eigentlich, weil viele kommen mit Customer Experience, da gibt es auch viele Agenturen, da macht man dann Design Thinking und irgendwie Personas und sowas und dann gucke ich mir das immer an und bin relativ schnell gelangweilt, weil wenn ich da in Firmen reinlaufe, sei es jetzt als Studiengangsleiter oder Berater, sage ich, für mich ist immer Sache, Leute, was zahlen die dann denn da dafür? Also was ist denn die Zahlungsbereitschaft? Das sehe ich als die allergrößte Baustelle, gerade in der frühen Phase, weil die Firmen auch nicht so Kompetenzen zu haben scheinen, zum Thema Zahlungsbereitschaft. Also ich merke das auch bei mir, bei den Studenten im Vertrieb. Preismanagement, das wird einfach nicht gemacht in den meisten Firmen. Hallo. Also ich sage mal, professionelles, systematisches Preisstrategie, Zahlungsbereitschaft messen, Preiselastizitäten auch verstehen. Also wenn dann das passiert, dann springt der Kunde ab. Wie siehst du das? Siehst du das? Ist das ein Thema oder also... Ja, nein. Also ich glaube, Jörg, du legst da wirklich so ein bisschen den Finger auch in die Wunde. Immer die Frage, wenn man neue Produkte an den Markt bringt, vor allen Dingen, wenn es in dem Umfeld noch nicht gibt, oder gibt es eine Preisbereitschaft und wie testet man die am besten? Wir wissen alle, bei Marktforschungen auf quantitative Art kann man natürlich auch Preisbereitschaft abfragen, wenn man es schlau macht. Aber ob das dann natürlich in der Kaufsituation die Realität auch widerspiegelt, ist dann häufig nochmal ein bisschen eine andere Frage. Und wie wir es machen, ist wirklich, dass wir zum Teil auch versuchen, mit AB-Testing reinzugehen. Für das gleiche Produkt unterschiedliche Setups zu wählen und mal gucken, gibt es eine Preisbereitschaft, ja oder nein. Aber es ist wirklich, wirklich nicht einfach, finde ich persönlich auch. Es gibt Services, wo es das gelingt, und es gibt andere, wo es eben nicht gelingt. Wobei ich sagen muss, dass wir sehr stark auch strategisch den Approach haben zu sagen, und das können wir mittlerweile auch nachweisen, dass wir als Versicherer, wenn wir gute Services anbieten und so die Kundeninteraktion stärken, dass wir eine höhere Retention im Kerngeschäft haben. Mhm. Und das ist natürlich auch unternehmerisches Denken, dass wir hier an den Tag legen, dass wir das messen, aber das muss man einfach zeigen, zu sehen, steigt dann Retention, ist mehr Cross-Selling im Kerngeschäft möglich, wenn die Verbindung über die Nutzung von Services dann zum Unternehmen gestärkt wird zwischen Kunden und Unternehmen. Nee, da bin ich absolut bei dir. Viele sagen ja auch, das ist gut für die Marke. Also das ist dann auch so das Totschlagsargument, wo ich sage, es ist noch vieles gut für die Marke, wenn man sich innovativ positioniert und so. Also ich möchte es gar nicht in Abrede stellen, weil es ist auch schwierig. Ne? Aber ich habe ja auch so das Thema, viele haben jetzt auch Services, B2B-Unternehmen oder größere Firmen haben ja einen Servicebereich. Und ich fange schon an, die haben zum Beispiel so Schulungen. Und die sagen mir dann immer, bei Schulungen, da können wir niemals Geld verlangen. Das geht auf gar keinen Fall. Und dann schreiben die Masterarbeit oftmals bei mir oder auch ein Beratungsprojekt, den machen wir dann. Und da kommen dann teilweise Beträge raus, wo die fast vom Stuhl fallen, wo die Kunden auch bereit sind, was zu bezahlen, wenn man das in einem guten Setup macht. Ja. Und was halt auch immer ist, wenn ja etwas einen Preis hat, ist es ja auch was wert. Absolut. Also die Bindung ist ja dann fast noch stärker. Also ich sage immer, wenn ihr zum Beispiel die Schulung, die alle Mitarbeiter durch bei euch geschult sind, durch einen Hersteller, dann werden die ja kaum den Wettbewerber nehmen, weil sie sich ja auch viel mehr auskennen, viel vertrauter in dem Produkt sind und dergleichen mehr. Und das hat immer so zwei Seiten, aber ich sehe es dann. Und das wäre so meine nächste Frage, wie teilten ihr Innovationen auf? Also wir haben ja bei uns im Studiengang, wo du ja auch dabei bist als Dozentin für das ganze Thema, auch so Partnerschaften oder Innovation mit Partnerschaften, haben wir ja dieses dieses Drei-Horizonte-Modell. Also wie macht ihr das bei der AXA? Habt ihr auch so ein ähnliches Modell oder seid ihr nur so in Stufe 3, also so Richtung oder Stufe 2, 3 Disruption und Elon Musk? Wie strukturiert ihr das? Was? Nein. Voll Elon Musk. Nein, also
das Drei-Horizonte-Modell eignet sich meines Erachtens immer noch ganz gut, weil man sagen kann, okay, im ersten Horizont, hier und jetzt und heute, müssen wir unsere bestehenden Prozesse, Produkte weiterentwickeln, oder? Mhm. Und das ist natürlich die Aufgabe, haben alle Kolleginnen und Kollegen bei der AXA, das ständig zu tun. Das sind die Product-Teams, die die digitalen Portale weiterentwickeln, das sind die Produktverantwortlichen, die eine Autoversicherung weiterentwickeln, bessere Deckung entwickeln und so weiter und so fort. Also das ist Kernaufgabe aller Mitarbeitenden eigentlich. Und mit den Services angrenzend an das Versicherungsgeschäft und auch neuen Geschäftsmodellen in dem Bereich, da bewegen wir uns im Horizont 2. Mhm. Da, wo wir uns auch ein bisschen mehr Zeit geben, dann den Erfolg hoffentlich zu erzielen über die Zeit. Ja. Und ehrlich gesagt, Horizont 3 ist bei uns etwas, wo es nur sehr punktuell mal Aktivitäten gibt, weil wir da doch, wie soll ich sagen, wahrscheinlich ein bisschen zu risikoavers sind, auch als Branche, oder? Naja. Versicherung geht es sehr stark natürlich darum, Risiken zu verstehen und absetzen zu können. Und je weiter etwas weg ist und je disruptiver es denn sein könnte, desto mehr muss man auch langfristig investieren und so höher wird die Fehlerrate. Und in dem Bereich fragen wir uns eher selten. Ja gut, das deckt sich ja auch. Und ich sage ja auch, das ist auch keine Schande. Also ich finde immer, Disruption ist eine... Disruptive ist ja ein Time. Genau. Und dann also Ding 2. Genau. Gut, jetzt ein Thema, was bei mir immer ist ich spreche ja mit sehr vielen Menschen. Also ich habe ja immer das schöne Glück, mit vielen Menschen zu sprechen. Und vielleicht, weil ich jetzt auch seit 15 Jahren in der Schweiz lebe. Aber ein großes Thema ist ja sehr virul oder sehr offenbar. Und zwar das Thema Angst. Und gerade wenn man halt das Wort Open und Innovation, also öffnen oder auch Co-Creation, wir haben ja auch im Kurs Selling Innovation das Thema Co-Creation Selling und wir versuchen ja auch zu sensibilisieren, mehr den Kunden reinholen, mehr zusammenarbeiten, aber auch in unserem Sales Excellence Modell kommt immer wieder Co-Creation. Und was ich halt immer wieder höre ist, ja, macht da der Kunde überhaupt mit? Dann werden ja die ganzen Geheimnisse der Firma geteilt. Mein Chef will das nicht oder meine Chefin. Ne? Also es ist, also entweder, ich sage immer, entweder habe ich Pech, aber ich habe schon das Gefühl, sehr repräsentativ, es gibt enorme Ängste. Und jetzt hast du ja nicht nur den Kunden, also die meisten, die ich kenne, die machen in Anführungszeichen nur Firma Kunde. Du hast ja noch Partner, also andere Firmen, die ja noch mit anderen zusammenarbeiten, wo ja, sag ich mal, die Ängste noch größer sein könnten, dass die einem die tolle Idee klauen oder die Patent anmelden oder ich weiß es nicht. Was ist so deine Erfahrung mit Ängsten? Also gerade auch im eigenen Unternehmen, vielleicht wenn wir damit mal anfangen. Ich glaube, es ist wirklich ein Prozess und auch eine Frage der Unternehmenskultur. Mhm. Ich denke schon, dass es ein Prozess ist, wo es eine Öffnung gegeben hat, mhm. wo wir aber auch intern Verständnis geschaffen haben, dass wenn wir nicht darüber reden, was wir suchen und in welche Richtung wir gehen wollen, dann finden wir auch oder dann kommt niemand zu uns, der mit uns innovieren möchte. Und also das ist das eine. Die Frage auch durchaus auch berechtigt, finde ich. Wie reagieren den Kunden, wenn man da irgendwas testet mit denen und dann funktioniert das nicht, oder? Ja. Und was hat das für Auswirkungen auf den Brand oder sind die dann unzufrieden oder kündigen die dann ihre Versicherung oder die Beziehung geht verloren? Und das sind auch berechtigte Fragen. Ich glaube, auch da empfiehlt es sich, und das haben wir auch so gemacht, wirklich schrittweise vorzugehen und auch wirklich von Anfang an offen zu kommunizieren und je nach Produkt, wenn es dann halt wirklich um größere Geschichten geht oder auch Zahlungsbereitschaft geht, kommunizieren wir eben auch in der Pilotphase bereits an die Kundinnen und Kunden, hey, ihr könnt Pilotkunde sein, wir möchten das mit euch testen, habt ihr Lust dazu? Mhm. Natürlich Anreize schaffen und dann ihnen auch sagen, dass man nachher noch Feedback von ihnen möchte. Aber das ist ja eigentlich das Schöne, gerade wenn Menschen sich dafür entscheiden, etwas zu tun, sind sie meist sehr gerne bereit, auch über ihre Erfahrungen zu sprechen und Input zu geben und Ideen zu teilen und was funktioniert
ganz hervorragend. Ich glaube, auch in der Schweiz oder in Europa insgesamt hat es da einen Wandel gegeben und diese Open Innovation Ansätze sind stark verbreitet mittlerweile. Also wir sind zum Beispiel Teil eines Programms, das nennt sich Kickstart hier in der Schweiz, wo auch Mitbewerber von uns, wie eine Mobiliar beispielsweise, mit uns zusammen, mit Banken, mit anderen Firmen, mit der Stadt Zürich und so weiter, zu bestimmten Themenbereichen Startups suchen, weil sie sagen, okay, Cyber Risk ist bei uns ein Thema und wir sitzen alle an einem Tisch und wir wissen, wir haben alle das Bedürfnis, verstehen, was gibt es für neue Technologie. Das kann ja auch kein, ist auch kein Geheimnis. Kommt am Ende darauf immer an, aus meiner Sicht, wie die Execution ist. Ja? Also der eine macht es mehr und der andere weniger gut und derjenige, der es besser macht, der ist dann derjenige, der dort wirklich eine Opportunität am Markt hat. Manchmal sind die Prioritäten dann doch wieder leicht anders. Ich kann es verstehen, du hast das Thema IP, also Intellectual Property angesprochen, dass es da eher, ja, wie soll ich sagen, Bedenken gibt, ja, wenn Firmen in einem Bereich arbeiten, wo das ein großes Thema ist. Ja. Aber dort gibt es Verträge und ich meine auch eine Novartis oder andere große Unternehmen, wo es sehr stark um Patente und Zulassung und so weiter geht und Intellectual Property, arbeiten ständig mit externen Partnern zusammen und alles auch vertraglich legen. Ich glaube, man muss anfangen, sich damit zu beschäftigen und dann sieht man, was alles möglich ist und dass die Risiken, die man damit eingeht, durchaus managebar sind. Ja, also das ist auch im Grundsatz meine Empfehlung. Und wie gesagt, ich sehe das auch so, wir machen jetzt auch gerade in der Beratung mit den meisten Kunden, machen wir heute nicht mehr ganz so viel Marktforschung, sondern so qualitative Co-Creation-Ansätze. Ich sag mal, du wirst fast immer überrannt. Also du hast eigentlich, ich habe noch keine Firma erlebt, wo nicht mindestens, das ist ja auch die Diffusion of Innovation, das Modell, du hast halt so 10, 20 begeisterte Kunden. Und wir machen das oftmals in der Beratung gar nicht so sehr wegen dem Inhalt. Da wissen wir schon, was die Lösung ist, aber oftmals komme ich gerade in so kleineren Firmen, in so Teams rein, die so an der Innovation arbeiten, da ist die Moral so weit unten. Und dann lade ich immer die Kunden mal ein, und das sind ja auch die, die begeistert sind, einfach um, dass die mal wieder hören, dass vielleicht nicht alles 100% läuft, aber dass die 80%, die man bisher entwickelt hat, eigentlich schon mal sehr, sehr gut sind. Absolut. Also oftmals nutze ich das auch als so einen kleinen Moralboost für die, die jetzt jeden Tag geprügelt werden, dass der letzte KPI noch nicht erreicht ist oder es ein halbes Jahr oder Jahr länger geht. Also ich mache da eigentlich sehr große, gute oder extrem positive. Deshalb wundert es mich immer, wenn die Leute sagen, das mit dem Kunden, weil ich sage immer, Kultur ist für mich nicht das Thema. Was ich sehe, ist ein Problem, ist Kompetenz. Also viele Firmen haben halt einfach null Kompetenz auf diesem Thema. Okay. Und das ist so ein bisschen aus meiner Sicht die Herausforderung da. Ne? Ja, dann, ich glaube, Erfahrung hilft dann eben auch. Oder man muss es einfach mal tun und dann sich Schritt für Schritt nach vorne bewegen. Genau. Und wie ist das jetzt für dich so im Thema intern? Weil das wäre nochmal die Frage. Also gerade bei euch ist ja eine größere Firma. Wie geht es dann intern? Oder was sind so deine Tricks, wie man kann natürlich sagen, die Geschäftsleitung muss dahinter stehen, das höre ich dann immer, aber das ist ja sehr allgemein. Aber was ist so, du hast ja gesagt, Kommunikation, Schritt für Schritt, was ist da so deine Erfahrung? Also ich glaube, wenn du sagst, das sagt jeder, ich sage das auch nochmal, und es sagt nicht unbedingt die Geschäftsleitung, also natürlich ist es gut, wenn die Geschäftsleitung dahinter steht, aber ich finde viel wichtiger, dass es in der Gesamtunternehmensstrategie eine Klarheit gibt, wo will man innovieren und weshalb? Und was ist das Ziel, was man damit erreichen will? Und daraus lässt sich dann gut auch ableiten, wie man das dann macht. Und es ist eben klar, dass wir im Bereich Services angrenzt an die Versicherung investieren wollen, dass wir das Know-how nicht haben und dass wir deshalb nach außen gehen und uns Partner suchen, die das Know-how, die die Lösung haben. Das ist so das eine. Und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Wir sind da ganz gut unterwegs.
Was hilft intern noch, ist definitiv, wenn das Kundenbedürfnis auch auf ein Businessbedürfnis trifft. Also ich mache ein Beispiel, wenn ich mit einem Service, der vom Kunden nachgefragt wird, auch dem Business helfe, weil es effizienter geht, weil es vielleicht in der Versicherung dann Schäden verhindern kann und über die Zeit die Schadenkosten nach unten gehen, dann hat natürlich auch das Business großes Interesse daran, das zu testen oder das dann auch nachher zu übernehmen. Und manchmal ist es einfach der falsche Zeitpunkt. Manchmal sehen wir ein Kundenbedürfnis und wir sehen eine Lösung am Markt, aber das Business hat eine volle Pipeline und sagt, wir haben keine Zeit, wir haben einen anderen Fokus, andere Prioritäten. Und wenn wir dann in einem Jahr nochmal mit dem gleichen Thema kommen, passt es auf einmal. Und ich glaube, dass diese Resilienz als Innovatorin dann zu sagen, ja, es liegt nicht immer an mir oder die anderen sind nicht die Doofen, sondern es gibt Gründe dafür, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und wir fokussieren uns darauf, wo beides zusammenkommt, Kundenbedürfnis und Business Pain sozusagen, den wir lösen können, dann sind die Erfolgschancen sehr viel höher. Und dafür ist wichtig, nah dran zu sein am Business, auf deren Herausforderungen zu verstehen. Nee, da bin ich absolut bei dir. Also auch so immer wieder die Urgency oder den Need oder das Potenzial aufzeigen intern, das ist sicher sehr, sehr hilfreich. Aber jetzt so, ihr seid ja auch eine Abteilung, die irgendwo dranhängt. Ist da irgendwie auch vielleicht von der Struktur oder Organisation, dass man sagt, man muss gerade am Anfang viel mehr nach innen arbeiten, kommunikativ oder von der Struktur her immer wieder auch bei der Geschäftsleitung seinen Slot bekommen? Gibt es da vielleicht noch irgendwie so Tipps und Tricks von deiner Seite? Das hängt, glaube ich, auch sehr stark vom Unternehmen und der Unternehmensgröße ab. Bei uns ist es so, wir sind im Corporate Development angesiedelt, also im Strategiebereich. Aber ich glaube, wo es letzten Endes so ein Team aufgehängt ist, ist gar nicht so das Ausschlaggebende. Ich glaube, das Ausschlaggebende ist, dass man wirklich den Rahmen schafft, und dann auch die wichtigen Personen in der Breite des Unternehmens auch in so Entscheidungsprozesse einbezieht. Also wir starten kein Pilot oder MVP in unserem Stage-Gate-Prozess ohne ein Board, wirklich um Meinungen, um Inputs zu fragen, wo IT dabei ist, wo Operations, Vertrieb und die Produktbereiche dabei sind, die alle relativ frühzeitig dann wissen, oh, da wird das und das gestartet, wie läuft das, achtet darauf und so weiter und so fort, wirklich die Inputs dann geben können und dann auch mitbestimmen, wie wir den Erfolg messen. Ich glaube, das hat sich bei uns bewährt, dass wir so ein transversales Board haben, das entscheidet dann auch mitträgt oder eben auch sagt, wie Leute, wenn wir mit einer Sache kommen, die sie einfach überhaupt nicht sehen, dass sie dann auch sagen können, nein, das ist ein Sinn. Genau. Und du hattest ja schon angesprochen, so Verkaufsvertrieb ist in diesem Board auch mit dabei. Bindet ihr den Verkaufsvertrieb, weil du hast ja vorhin gesagt, so auch beim Kundentesten, das ist ja von irgendeinem Vertriebsmitarbeiter dann der Kunde, an dem dann getestet wird. Ja. Und da kommt ja dann teilweise vielleicht schon auch Ängste. Wie gibt es da noch eine spezielle Sache, wo du sagst, Kommunikation ist natürlich immer wichtig, dann vorab oder zu sagen, wir tun das jetzt. Wir haben ja auch wirklich sehr unterschiedliche Vertriebskanäle von dem eigenen Außendienst über Broker, ja, über online, über andere Vertriebspartner, große Schweizer Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir testen können. Und wir überlegen uns immer sehr genau, welchen Vertriebskanal wollen wir denn jetzt nutzen und holen uns vorher das Buy-in dort auch ab. Okay, also das heißt, und dass der Vertriebler, das hat Patrick Schiller, dass der Vertriebler so rausgeht, er macht es mit seinen Firmen immer so, dass der Vertrieb so einen Tag bei den großen Kunden mitläuft und so Jobs to be done definiert oder, sag ich mal, Probleme identifiziert, dass man den Vertrieb so als Radar einsetzt? Das haben wir natürlich auch. Also wir haben auch sogenannte Fachausschüsse, wo Vertriebskolleginnen und Kollegen immer wieder kommen und auch vom Markt natürlich Themen zurückbringen.
wir versuchen aber natürlich aus Innovationssicht immer da noch einen Schritt voraus zu sein und vielleicht auch Bedürfnisse, die erst am Entstehen sind, zu eruieren über Trends und dann Befragung und wirklich der Customer Experience Design zentrierten Vorgehen. Und ich glaube, es kommt auf den Mix an, wirklich alle Quellen dann da zu nutzen. Zu kombinieren. Wunderbar. So, gegen Ende noch mal ein Thema, weil Open Innovation, ich sag mal so, also ich bin ja ein Freund auch von Innovation. Was mir so ein bisschen schwierig ist für mich, ist so diese Innovationsthemen an sich. Also eins ist ja so Blockchain gewesen über die letzten Jahre. Und jetzt, sag ich mal, erlaubt mir LinkedIn sehr viel über Artificial Intelligence zu lesen. Und wie soll man sagen, ich finde es ja immer alles sehr, sehr schön, aber wenn man dann immer die Business Cases dahinter sieht, gerade auch so bei Blockchain, war es ja dann doch jetzt, sag ich mal, eher überschaubarer. Ich sage ja nicht, ist unwichtig. Wie geht ihr denn damit um? Also ich denke mir, wenn du jetzt mit einer Initiative bei euch durchs Haus rennst oder vor einem halben Jahr und sagst, hey, AI, dann sagen alle, ja, genau, da müssen wir. Aber ist ja vielleicht dann oftmals gar nicht das genau. Das Thema ist ja wieder nur Technologie. Das ist ja eben nicht das Ding. Wie geht denn ihr damit um, dass auf der einen Seite Sachen immer total gehypt werden und jeder draufspringt, weil es gibt Attention. Also wenn ich jetzt ein Webinar mache, Sales und AI, dann ist es voll. Wenn ich gerade zurzeit ein Webinar mache zu Vertriebseffizienz, dann kommen auch ein paar Leute, ne? Ja, Aber ich wüsste genau, wenn ich jetzt ein Buch rausbringe oder einen Workshop oder ein Seminar, Vertrieb und AI, da wäre die Hütte voll. Ja, ich mache das nicht, weil ich einfach seriös bleiben möchte, absolut. aber es ist rein jetzt so verkäuferisch nicht ideal, auf mal Eigenkritik. Und wie gehst du damit um? Du stehst ja auch da in so einem Spannungsfeld von Erwartungen und dabei zu sein und der AXA will ja da auch nicht der Letzte sein und so, also. Also ich habe ja das Glück, dass ich einen sehr klaren Fokus auf Services habe und Technologie da immer nur als Enabler ist. Insgesamt innerhalb der AXA ist es natürlich schon so, dass wir auch Kolleginnen und Kollegen haben, ein sehr großes Data und Analytics Team, wo die Leute sehr, sehr nah dran sind an solchen Technologien. Und wir haben auch da wieder eine Art Gremium, Arbeitsgruppe von Leuten, in der ich auch dabei sein darf, wo wir Tech-Trends regelmäßig anschauen und so ein Trendradar auch machen und sagen, okay, was kommt denn da an neuen Technologien? Und dann aber auch zusammen mit dem Business wirklich immer systematisch zu sagen, was könnten denn Use Cases sein, wo die neuen Technologien eingesetzt werden könnten bei uns? Und ich glaube, das ist der Trick, oder? Dass man sagt, ja klar, man muss das beobachten, man muss ausprobieren. Aber am Ende des Tages geht es immer darum zu sagen, okay, welchen Vorteil bietet diese neue Technologie jetzt? Oder welche Risiken gehen auch damit einher? Das darf man ja auch nicht. Irgendwie kommen immer beide Seiten ins Spiel dabei. Und auch natürlich die Kosten, oder? Also viele dieser neuen Ansätze sind ja auch nicht gerade umsonst. Und da muss man sich genau überlegen und dann sich für Use Cases entscheiden, wo man sagt, jetzt probieren wir das, gewinnen wir an Effizienz, gewinnen wir daran, dass Kunden zufriedener sind, dass wir die schneller bedienen können. Was ist es denn? Welches Problem löst diese Technologie? Oder? Ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich immer wieder auch fokussiert und nicht all over the place unterwegs ist, sondern das macht, was am meisten Potenzial erstmal verspricht. Für den Kunden und vor allem halt nicht auf jedes Schweinchen springt. Ne? Aber das ist halt immer die Versuchung. Ne? Also das ist, merke ich auch bei mir jetzt. Meine Studenten kommen auch mit AI. Und das sage ich, guck doch mal euer CRM-System an, wie schlecht es da aussieht. Und bauen wir doch mal von Basis, also kundendatenmäßig erstmal die Basis und dann bauen wir das nächste und dann Automatisierungen und dann setzt man eine AI drauf und fangen halt nicht jetzt wieder an, da zu springen, dort zu springen und wir wissen noch nicht mal, wer unsere Kunden sind. Oder auch so Kundenwertmodelle. Ne? Viele haben im Vertrieb gar keine Struktur, wissen gar nicht, was ihre A- und ihre C-Kunden sind, jetzt vom Deckungsbeitrag her. Nein. Aber springen jetzt auf ChatGPT, wo ich sage, ja, das ist ja alles schön und gut, dann können die vielleicht im Marketing eine oder zwei Personen einsparen. Aber das ist ja, wenn der Vertrieb mal effizienter arbeitet, ist ein ganz anderer Hebel. Ne? Also das ist Absolut. immer wieder das Problem für mich so ein bisschen zu sagen, Leute, guckt euch mal den Business Case an. Bei aller Begeisterung jetzt da so Videos und Fotos im Internet zu schießen.
Und da wird ja sicher auch noch mehr kommen. Also muss ich dem, ich sage ja nicht, sich verschließen. Das ist ja auch wieder dann so immer, ich sage mal so Sith Lord, ne? Die andere Reaktion ist dann immer die, du hast ja dann die Leute, die entweder total euphorisch sind und dann die anderen sagen, das ist alles Teufelszeug. Das ist es ja auch nicht, ne? Soll ja schon mitmachen. Wir probieren das ja auch aus, testen das aus, ne? Aber dass man immer wieder sagt, wo ist wirklich der Business Case? Und zwar in den nächsten 1, 2 Jahren und nicht irgendwie dann sagt, ja gut, in 5 Jahren ist alles ChatGPT. Und jetzt so das Abschließen noch, weil viele unserer Zuhörer haben ja nicht den Luxus, also es ist immer Vor- und Nachteil, ne, wenn man 4.000 Mitarbeiter hat. Aber was ist denn so abschließend so, das ist eine ziemlich große Frage, aber wenn jetzt jemand so in den Bereich Open Innovation oder auch so die Tür öffnet und sagt, ja, ich habe das jetzt verstanden mit Partnern, mit Kunden, ich bin vielleicht eine kleinere Firma, was sind denn so deine 3, 4 Empfehlungen für Firmen, die vielleicht nicht ganz so groß sind oder nicht so ganz so viel Power oder eine Business Development Abteilung haben? Worauf würdest du achten oder denen als Empfehlung mitgeben? Du hast ja eben schon ein Beispiel genannt, was so Co-Creation mit Kunden angeht. Ich glaube, die Kundennähe ist bei vielen KMUs auch noch stärker, oder? Weil wahrscheinlich, dass die meisten Mitarbeiter dann Kundenkontakte haben und das als Quelle zu nutzen. Und das kann man auch einfach mal machen, zu sagen, jetzt machen wir mal einen Kunden-Input-Tag und konzentrieren uns darauf und versuchen es wirklich zu verstehen. Das kann man sehr gut machen. Wir sehen aber auch natürlich viele, ob das jetzt KMUs sind oder Startups, die zusammenarbeiten. Also wo sich zwei kleinere Firmen zusammentun und sagen, hey, wir können das besonders gut, ihr könnt das besonders gut. Wie können wir denn da zusammen was Neues, anders machen? Eben vielleicht ein neues Produkt entwickeln oder den Service verbessern oder so etwas. Ich glaube, da diese Netzwerke aufzubauen und auch vielleicht über die eigene Branche mal ein bisschen hinaus zu gucken und nicht unbedingt den Wettbewerb zu sehen, sondern eigentlich so das Potenzial, was darin liegt, was andere kleine Firmen vielleicht auch toll können. Ich glaube, da liegt unglaublich viel Potenzial drin und das kann eigentlich jedes Unternehmen machen, die sich da konzentrieren, wo es für das Unternehmen selbst am meisten Sinn macht. Das ist ja fast, als ob wir uns total abgesprochen haben, weil das ist genau der nächste Podcast mit Elisa Rönke von Siemens, die eben auch so das sagt zu so Business Ecosystems und zwar jetzt nicht auf Innovationsebene, aber auch sie ist im Vertrieb. Und sie sagt halt auch, man muss da wirklich neu denken. Ist ja bei mir auch oftmals, jetzt an der Fachhochschule am Anfang, da meine anderen Hochschulen kamen dann immer an und sagen, da kommt der Wettbewerb. Nur das sagen wir in der Schweiz, die sind zu viel beim Militär, die Freund-Feind-Erkennung. Und ich war dann immer der, der gesagt hat, hey, lass uns doch zusammenarbeiten. Es gibt nicht so viel im Vertrieb an Weiterbildung und Ausbildung. Ich sehe euch gar nicht als Wettbewerb, sondern wenn wir zusammenarbeiten, können wir ja das Thema Vertrieb stärken gemeinsam. Das habe ich so vor 4, 5 Jahren gehabt, die Idee, habe mit einem gesprochen und bin belächelt und als naiv nach Hause geschickt worden. Und wie Mit ist dem, und heute immer noch. Und heute bin ich halt die absolute Nummer eins und die haben teilweise ihre Studiengänge eingestellt. Insofern muss Okay. ich sagen, wie soll man sagen, ja, ein bisschen schade für die. Aber das ist halt auch sowas. Also ich bin wirklich so auf 2 Events, da hat mich dann der Professor von irgendwas angesprochen, wirklich mit den Worten, da kommt der Wettbewerb. Und nicht nur so, und das sind ja dann auch so, die dann über ChatGPT ihre Vorträge halten und sich da als besonders innovativ geben. Aber diese Freund-Feind-Erkennung und auch so dieses Mein Garten und das ist so Ding, das ist so extrem stark auch hier wieder ausgeprägt. Ich finde es einfach schade, weil man lernt ja immer, man macht den Kuchen ja mit Partnern stärker. Und wenn der Kuchen größer wird, haben ja alle was davon. Und gerade der Vertrieb ist halt total vernachlässigt. Ne? Es gibt kein Event, bis ich eins gemacht habe. Es gab keine großen Weiterbildungen, es gab keinen Master, es gab keinen Award, nichts dergleichen gab es. Ne? Und das habe ich jetzt alles da so aufgebaut. Und wie gesagt, da wäre es halt froh, da den Partner dabei gehabt zu haben, selbst wenn das ein Wettbewerber gewesen wäre, weil ich einfach gesagt habe, dann erreichen wir mehr Leute und dann habt ihr ein paar was und ich da was, da können wir alle von leben. Aber ja, die Denke die muss ich noch durchsetzen. Also ich sehe es in meinem Umfeld schon, dass das sehr stark sich entwickelt hat. Und wenn man mal schaut, wie oft der Hashtag Better Together Ja, benutzt wird, ich glaube, das ich bin kommt. ganz optimistisch, dass das sich weiter verbreitet und dass mehr auf Kollaboration gesetzt wird. Ja, da gehe ich auch von aus. Und wie gesagt, das kommt auch.
Claudia, dass die Zeit ist wie immer verflogen. Ich werde mir jetzt natürlich sofort erstmal so einen Genmaicha-Tee bestellen und den ausprobieren. Das hat super Spaß gemacht mit dir, wieder super tolle Inputs bekommen, gerade auch aus deiner Sicht, wie du das angehst und welche Herausforderungen es gibt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute und nochmal großes Merci. Danke dir, Jörg, und auch noch einen schönen Sommer. Bis bald, Bis dann. Fabienne. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.